willkommen heute zu einem sehr persönlichen Beitrag, möchte ich mal sagen. Und zwar geht es darum, wie ich schlussendlich von der hundertprozentigen Rohkost-Idee abkam, beziehungsweise auch vielleicht soll ich auch noch erklären, wie ich da überhaupt hinkam. Und damit erklärt sich dann schlussendlich auch die Rohkost, die Bankt-Serie, die irgendwie seltsam aufgenommen wird oder gar nicht aufgenommen wird. Und teilweise auch sehr positiv. Das ist ich finde das alles irgendwie komisch. Ich bin von einem Facebook-Freund nämlich angesprochen worden, der sagte, was soll denn das? Was willst du denn mit diesen Provokationen? Und ich habe gesagt, es geht mir hier überhaupt gar nicht in keinster Weise um Provokation, sondern es geht mir darum, die Leute mal aufzuklären darüber, was wirklich wissenschaftlicher Fakt ist, was Blödsinn ist, von anderen Leuten weitererzählt und innerhalb der Rohkost-Szene immer weiter getratscht. Und vielleicht auch um die Erkenntnis darüber, dass wenn man so einen Quatsch erzählt, in Anbetracht dessen, was wissenschaftlich bekannt ist, man sich vor den Leuten, die wissenschaftliche Ahnung haben, unglaublich lächerlich macht und nicht mehr für voll genommen wird. Und man kann dann mit einem gesundheitlichen Problem, sagen wir, zum Arzt gehen und sagen, und der keine Ahnung, sagt dann irgendwie, ach, Sie essen ja überhaupt kein Getreide, ja, kein Wunder, dass Sie miese B-Vitaminwerte haben oder sowas, und dann erzählt man dem, ja, ich esse nur Rohkost. Dann packt er sich an den Kopf und denkt sich, ja, was ist denn das für ein Irrsinn? Warum das? Und dann kommen Argumente wie, ja, der Mensch ist ja das einzige Tier auf der Welt, das nicht kocht, und es ist auch das einzige Tier, was Zivilisationskrankheiten hat. Dann lacht der Arzt in sich rein und sagt, oh mein Gott. Und für, keine Ahnung, und weiß dann wahrscheinlich schon, dass er einen Patienten vor sich hat, der 0, nichts compliant ist, und das ist alles ganz furchtbar, und ich fremdschäme mich dann auch für diese Leute, und ich fremdschäme mich natürlich, weil ich schlussendlich vor 10 Jahren oder 6 Jahren oder so auch mal genauso dastand, wie die dastanden. Ich habe eine Ausbildung als Schauspielerin abgeschlossen, habe als Schauspielerin gearbeitet, mehr schlecht als recht, und habe keine wissenschaftliche Grundkenntnis. Ich war weder jemals gut in Mathe, noch Bio, noch Physik, noch Chemie, und ich habe von diesen Sachen nie Ahnung gehabt. Ich habe keine Neuronen dafür in meinem Hirn. Ich bin dafür nicht geschaffen. Ich habe da eigentlich noch nicht mal Interesse dran. Ich habe, als ich 15 war, das Buch Fit fürs Leben in die Hand bekommen, weil ich abnehmen wollte, weil ich als Teenager übergewichtig war. Und ich fühlte mich dadurch inspiriert, also ich war da schon Vegetarier, aber ich habe auch immer mit dem Veganen geliebäugelt, was natürlich 1989 irgendwie eine Katastrophe war in Deutschland. Es gab nichts Veganes zum Kaufen. Außer der einzige Mensch, den ich damals kannte, der da noch mit geliebäugelt hat, war Barbara Rütting, deren fantastisches Buch, mein Gesundheitsbuch, wird nicht mehr verlegt, ich damals auch gelesen habe, das war ein Buch meiner Mutter. Naja, so, und das Abnehmen, das war immer das, was mich umgetrieben hat, bei der ganzen Suche innerhalb der Ernährung schlussendlich. Und auch, dass die Fit fürs Leben Autoren erzählten, das bringt auch die schulischen Leistungen nach vorne. Naja, okay, und so kam ich dann irgendwann auch wieder, weil ich abnehmen wollte oder sollte. Mir hatte damals mein Agent gesagt, Silke, nimm mal 5 Kilo ab, weil im Fernsehen sieht man immer 5 Kilo dicker aus. Habe ich wieder gediätet, 1000 Kalorien gezählt, war natürlich eine Katastrophe, ging nach hinten los, Jojo etc. und so weiter und so fort. Und ich habe dann irgendwann im Internet rumgegoogelt und kam so dann auf Rohkost. In Amerika, das war 12 Jahre, ist das schon her, das war Ende 2013. Ich habe dann dennoch nicht angefangen, Rohkost zu machen, weil mir dann da gerade beruflicher Erfolg zwischenkam und Gefühle und Liebeskummer und alle solche Sachen. 2006 ging das dann wieder los, als ich mich halbwegs gefangen hatte aus einer ziemlich schweren Situation, die da in meinem Leben war, es auch gar nichts zur Sache tut.
Genau, da fing ich da an, immer mehr Rohkost zu integrieren. Und 2009 habe ich angefangen, darüber zu bloggen. 2009 war dann schon der Punkt, wo ich irgendwo gelesen hatte, dass das Gourmet-Rohkost nicht das Nonplusultra ist, sondern man eher den Fettgehalt runterschrauben sollte. Da schließlich fing ich an, mich mit hier Graham und LT 1010 auseinanderzusetzen, weil ich innerhalb der ganzen 3 Jahre an Rohkost immer noch Sachen hatte, die nicht einwandfrei funktionierten. Also Sachen, wo andere Leute, andere Gurus gesagt hatten, das und das wäre dann alles so toll und würde funktionieren. Und es waren immer, je nachdem, welche Variante Rohkost ich gemacht habe, weil irgendwas war immer, irgendwas stimmte immer nicht oder so. So hatte ich eine Zeit lang schlechte Eisenwerte, die dann mal wieder normal waren und dann waren sie wieder schlecht, also HB-Werte. Schlussendlich eine Zeit lang hatte ich ganz schlechte Wundheilung. Ich habe mir einen Winter beim Joggen mal das Knie irgendwie angeknackst, was ich darauf schiebe, dass ich halt sowohl zu wenig Calcium als auch Vitamin D hatte durch den Winter. Und es waren immer so Sachen. Also jedenfalls 2009 fing ich dann an zu bloggen und mein Blog ist einer der wenigen Rohkost-Blogs, die noch bestehen und über so viele Jahre bestehen. Denn alle anderen Leute, die jemals mit irgendeiner Ernährungsweise gescheitert sind, ich kenne die alle, ich habe über die letzten 6 Jahre mit so vielen Bloggern interagiert, die dann, nachdem sie irgendwie gescheitert sind oder festgestellt haben, na, das ist jetzt doch nicht das Nonplusultra, dann löschen die ihr Blog, dann fangen die ein neues an, machen diese neue Ernährungsform, also bevor sie anfangen mit dem neuen Blog, machen sie diese Ernährungsform schon 3 Wochen oder so und wissen jetzt, das ist das neue Nonplusultra und dann schreiben sie darüber, wie optimal ihre tolle neue Ernährung sei. Und nach ein paar Monaten kommt dann wieder, ja, nein, eigentlich kommt erstmal ein paar Monate oder ein paar Wochen gar nichts mehr, weil man ja feststellt, man scheitert, man weiß nicht, was man darüber schreiben soll, dass man gerade scheitert und so weiter. Und schlussendlich kommt irgendwann, okay, ich bin gescheitert und dann kommt irgendwann, ich lösche jetzt dieses Blog. Und gegebenenfalls kommt dann so wieder ein neues. Ich kenne eine Person, die hat 5 Blogs in den letzten 6 Jahren aufgemacht. Und es ist immer wieder so, hey, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, alles gut und ich will jetzt die Welt da draußen darüber unterrichten. Und jedes Mal wird dieses Blog wieder eingestampft. Also mein Blog ist eins der wenigen, wo man die letzten 6,5 Jahre nachlesen kann, wie sich meine Entwicklung vollzogen hat. Ja, und als ich dann anfing halt mit diesem 80-10-10, was um 2009 war, innerhalb der Phase, der ganzen Freely Durian Rider Bullshit Phase, ist auch mir das passiert, was auch unglaublich viele andere Anhänger dieser Ernährungsweise, auch in, es gibt in den USA so viele, da gibt es die High Carb Hannah, die da richtig viele mit Zuschauer bekommen hat über YouTube oder an Natural Vegan und so. Es gibt so viele Leute, ich bin auch einer von denen, ich habe nie so viel zugenommen, ich habe 7 Kilo oder so zugenommen, indem ich nur Obst gegessen habe. Oder sagt jetzt auch jeder, warum denn nur Obst? Was für ein Bullshit, totaler Bullshit. Ja, und nachdem ich mit diesem 80-10-10 dann halt quasi gescheitert bin, habe ich das Gegenteil gemacht, nämlich Dr. Gabriel Cousins Variante von veganem rohköstlichen Low Carb 3 Monate durchgezogen. Und das war dann mittlerweile 2010, Ende 2010. Und als ich danach das nächste Mal beim Arzt war, beziehungsweise ich war da gar nicht beim Arzt, ich war bei der Plasmaspende, weil ich zu der Zeit auch so arm war. Bei der Plasmaspende hatte ich schon wieder einen zu niedrigen HB-Wert. Und wurde dann auch, also das kam mehrfach vor und er hat und hat sich nicht verbessert und ich brauchte eigentlich das Geld und der Arzt hat dann gesagt, nein, Sie sind als Blutspender, also als Plasmaspender nicht geeignet, gehen Sie mal zum Arzt, lassen Sie es überprüfen. Als ich dann beim Arzt war, war der Eisenwert aber wieder halbwegs normal. Das war echt nur 3 Tage später oder so, also solche Sachen passieren dann auch. Also der HB-Wert war dann wieder normal. Jedenfalls konnte ich nicht mehr zur Plasmaspende und ich habe dann gedacht, ey, leck mich in den Tisch, das kann doch wohl nicht weit, kann doch wohl nicht so sein. Und bin dann, das war dann das erste Mal, dass ich mir den Chronometer geschnappt habe, um mal zu gucken, was esse ich denn überhaupt, wie viel Eisen esse ich denn überhaupt, ist in meinem Essen genug Eisen drin? Und ich bin über mehrere Sachen richtig schockiert gewesen, zu dem Zeitpunkt, sowohl mein Eisen- als auch mein Kalziumverzehr, aber auch mein Proteinverzehr, also dass ich dann nur 30, 40 Gramm Protein am Tag gegessen habe, was zum Überleben reicht, ich lebe noch, was aber für die optimale Ernährung des Körpers halt
Kacke ist. Und da wundern mich meine Wundheilungsstörungen und solche Sachen auch überhaupt gar nicht mehr. Ich staune jetzt jedes Mal wieder über meine Wahnsinnswundheilung. Ich habe mich letzte Woche geschnitten. Eine Woche sieht man so gut wie gar nichts mehr. Das ist schon echt krass. Also wohingegen das da zu einer Zeit 3 oder 4 Wochen dauerte, bis man gar nichts sah. Das war schon echt spooky. Und da habe ich dann, weil ich auch nicht wusste, wie ich das ganze Eisen aufnehmen sollte, schlussendlich gedacht, okay, dann machen wir mal einen Test. Dann gehen wir mal hin und essen jeden Tag, keine Ahnung, 100 Gramm Hirse. 100 Gramm Hirse enthält so fast schon den Tagesbedarf an Eisen. Und gucken, was dann der HB-Wert macht. Und das dauert ja so, ne, weil Erythrozyten, diese roten Blutkörperchen, ja, 120 Tage alt werden. Also die können 4 Monate lang existieren. Daher dauert das auch ein paar Monate, bis der HB-Wert wieder normal ist. So, das habe ich ausgetestet und das war dann der Moment. Ab Sommer 2011 hatte ich nie wieder als Veganer einen niedrigen HB-Wert. Und natürlich in der ganzen Zeit haben immer mal wieder Leute versucht, mich zu belehren, andere Blogger, die mir Hinweise darauf gegeben haben, warum ich bei Rohkost nicht alles optimal habe, wie ja immer propagiert wird. Und es wird, Leute, echt, es ist ein Geheimnis, es wird wirklich nur propagiert. Die Leute erzählen allen Scheiß. 3 Monate später kommen sie an und sagen, ist doch kacke. Mir haben 2 Leute, die Rohkost lehren, haben mich angeschrieben und mir ihre gesundheitlichen Probleme geklagt, haben aber ihr Business immer noch und lehren immer noch Rohkost. Solche Sachen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, die erzählen, achso, worauf ich angesprochen wurde. Also zum einen kam natürlich die ganze omnivore Rohkostfraktion, die sowieso gesagt hat, klar, das liegt daran, dass du kein Fleisch isst, und Rohmilchprodukte und so weiter. Da habe ich auch mit experimentiert zwischendurch, hat sich überhaupt gar nichts durchgeändert. Dann kamen Leute, die gesagt haben, muss B12 supplementieren, womit sie recht haben, aber auch daran hat sich nichts geändert. Dann kamen die Leute, die mir gesagt haben, nein, du kannst natürlich auch nicht bei Aldi einkaufen, was ich auch teilweise gemacht habe. Weil ich halt teilweise auch einfach sehr arm war. Ich bin gelernte Künstlerin, verdammt nochmal. von Aldi Obst und Gemüse, das geht auch nicht. Du musst bei Orkos bestellen. Orkos ist ein Tropenfruchtversand, der einfach sauteuer ist. Und dann gab es natürlich Leute, die gesagt haben, du musst alle verarbeiteten Sachen, so Sachen wie Kokosöl oder so, oder Agavendicksaft oder so weiter weglassen. Dann funktioniert das auch. So alles Mögliche. Jedenfalls habe ich dann, wie gesagt, im Frühjahr 2011 angefangen mit der Hirse und habe da noch rumexperimentiert, brauche ich einen Prozentsatz an Rohkost und so weiter. Und irgendwann habe ich das ganze Rohkost-Ding über den Haufen geworfen, weil die Beweise für Rohkost sich einfach nie einfanden, sondern eher das Gegenteil. Das ist absolut keine oder minimalste wissenschaftliche Belege für eine Rohkosternährung gibt. Ich bin von Natur aus ein sehr kritischer Mensch und als ich anfing zu bloggen, habe ich mir schon immer gedacht, okay, das kann ja durchaus, also diese Wundersachen, die Leute da alle behaupten im Internet, das mag ja durchaus sein und vielleicht sind das wirklich ganz schlimme Verschwörungstheorien von der Pharmaindustrie und der Regierung, die wollen, dass wir alle krank sind und die Ärzte manipulieren und die Ärzte fallen da drauf rein und alle fallen da drauf rein und alle Forschungsergebnisse sind manipuliert. Und so, weil vielleicht stimmt das ja, aber es muss doch die Möglichkeit geben, dann zu beweisen, wissenschaftlich zu beweisen, warum Rohkost gekochtem Essen überlegen ist. Und dann hört man halt diese Theorien von Enzyme und der denkt, Enzyme, ja, das ist ein krasses wissenschaftliches Wort, da wird ja wohl was dran sein. Und so Zeug. Aber schlussendlich kommt da nicht viel. Da wird der ein oder andere Experte mal vorgeschoben, irgendjemand, der vielleicht einen Doktortitel hat, vielleicht dann auch in was völlig anderem als Medizin. Ich kenne wirklich sehr wenige Ärzte, also eigentlich gar keinen Arzt, der eine hundertprozentige Rohkosternährung empfehlen würde. Ich kenne aber sehr viele Ärzte, die durchaus sehr gut in der Lage sind, das zu widerlegen.
Und irgendwann um 2010 herum ging das nämlich auch damit los, dass in der US-Rohkostszene die Leute anfingen, wieder gekochtes Essen zu integrieren. Weil die nämlich auch alle diese Probleme hatten. Die haben dieselben Probleme wie ich. Die haben nur die ganze Zeit auch wieder da nach außen hin, hey, yay, Rohkost, alles super und so weiter, weil die damit Geld verdient haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, was, da muss ja auch irgendwas dran sein. Und parallel dazu wurde dieses Buch von Dr. Richard Wrangham auch sehr populär. Und ich glaube, die Rohkost, also ich habe das von Frederick Paternotte, der darauf gestoßen ist, der es gelesen hatte. Und Catching Fire, How Cooking Made Us Human. Also Feuer fangen, wie Kochen uns zum Menschen macht. Und da sind die anthropologischen Belege drin, warum wir irgendwann als Homo sapiens, beziehungsweise noch vorher als Homo erectus, anfingen Feuer zu verwenden und unser Essen damit zubereitet haben. Und der Mann hat halt auch, wie ich schon mal sagte in einem anderen Video über seine YouTube-Vorträge, der verfügt über Studien darüber, welches Eiweiß, ob gekocht oder roh, leichter aufgenommen wird, wie viel Nährstoffe aus Rohkost, wie viel aus Kochkost aufgenommen werden und so weiter. Das sind nicht irgendwelche Finanzamtsangestellte wie Franz Konz oder wie Helmut Wandmarker, ein Einzelhändler, die da irgendwelche Bücher schreiben von irgendwelchen anderen Laien, was sie sich abgelesen haben, denn das ist ja alles nicht neu. Und auch damals, als ich mit der Rohkost anfing, war auch die Rohkostkritik überhaupt gar nicht neu. Es gibt einen Typ, ich glaube Tom Billings heißt der, der hat vor 20 Jahren oder 25 Jahren schon eine Seite ins Web, ins Netz gestellt, die heißt Beyond Veg oder veg.com. Der auch Rohkost, der war vor 25 Jahren schon Rohkost und ist damit gescheitert und hat das dann auch veröffentlicht auf seiner Internetseite. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die diesen Scheiß irgendwo hören und das dann glauben. Und mit wissenschaftlichen Argumenten nichts anfangen können und dann einfach sagen, der Mensch ist ja nicht mit dem Herd zur Welt gekommen. Wir sollten nicht kochen, alle anderen Tiere kochen auch nicht. Und das ist einfach nicht plausibel, weil alle anderen Tiere verwenden auch kein YouTube und kein Internet. Deswegen sollten wir das auch nicht tun. Oder was? Also wer auch immer jetzt hier sitzt und sich daran gestört fühlt, dass ich mich gegen die Natur verhalte, weil ich mein Essen koche, der sollte vielleicht mal als allererstes sein YouTube ausschalten, sein Internet ausschalten, sein Geld abschaffen, sollte aus seiner Wohnung ausziehen und irgendwo in eine Höhle ziehen, sich seine Karnickel und so selber fangen, die über nicht über Feuer halten, sondern roh essen mit seinen nicht vorhandenen Schneidezähnen, die entfleischen und auf und reißen. Und ja, sollte irgendwie zusehen, dass er sich wieder den ganzen Körper mit Haaren bewachsen lassen kann, denn sonst ist verdammt nochmal zu kalt. So, ja. Ja, und dann waren wir halt, es war dann 2011, Anfang 2011, und ich habe regelmäßig Hirse gegessen und mein Kochkostanteil wurde immer größer und es ging mir damit immer besser. Ich bin dann natürlich, abgesehen von allem, was Dr. Wrangham geschrieben hat, spätestens im Biokurs am Abendgymnasium, wo ich mein Abitur nachgemacht habe, dahinter gekommen, dass Magensäure Enzyme zerstört. Ich bin dann im ersten Semester im Medizinstudium, das war Ende 2011, dahinter gekommen, was Denaturierung überhaupt ist und wie sich Proteine und Eiweiße da verhalten. Und da war mir schon klar, dass die ganze Enzymtheorie in der Rohkost totaler Bullshit ist. Und so ging das Ganze dann natürlich weiter, während ich studiert habe und immer mehr gelernt habe, dann über Biochemie und Physiologie und überhaupt wissenschaftliches Arbeiten etc. und Wissenschaftsphilosophie sogar, was ich auch aus Versehen im ersten Semester belegt habe, was total spannend war. Ja, und jetzt mache ich das seit 4,5 Jahren und esse fettarm, vollwertig und pflanzlich, schon immer mit gewissen Abwandlungen, aber grundsätzlich ist es halt das, mal ein bisschen was Ungesundes dazwischen, wie hier Süßkram oder sonst was. Ich esse auch nicht, was heißt, ich esse 99,8% vegan oder so und gehe 5-mal im Jahr Sushi essen oder so. Und das funktioniert einwandfrei und das funktioniert seit 4,5 Jahren einwandfrei und das ist wissenschaftlich bestätigt und das wird weitestgehend die Richtung wird auch gelehrt. Also ich bin da jetzt ein Hauch krasser, als das die DGE ist oder die WHO, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die Weltgesundheitsorganisation. Aber auch die sagen, bevorzugt fettarm, bevorzugt Pflanzen und bevorzugt vollwertig.
Die erlauben ein paar mehr Ausnahmen, aber schlussendlich, je weniger von den Ausnahmen man macht, desto gesünder ist man. Und das deckt sich mit der Biochemie, das deckt sich mit der Physiologie, das deckt sich mit dem, was über Krankheiten gelehrt wird an der Universität. Und ich kenne einige Medizinstudenten, die das genauso praktizieren. Und ich kenne einige Medizinstudenten, die sich für vegane Ernährung interessieren. Und da wird noch einiges passieren in den nächsten paar Jahren. Naja, und der Grund, warum ich diese Rohkost Debunked-Reihe mache oder warum ich darüber aufklären will, ist schlussendlich das. Ihr glaubt Mist. Ihr glaubt totalen, absoluten Mist, der jeglicher Logik entbehrt, wenn ihr Rohkost anhängt. Ihr macht euch lächerlich, wenn ihr diese Sachen behauptet vor Leuten, die auch nur einen Hauch von Oberstufen naturwissenschaftlichem Wissen haben, die ein bisschen Ahnung von Biophysik und Chemie haben. Und solange man es nicht wissenschaftlich rechtfertigen kann, wird die Theorie niemals in wissenschaftlichen Kreisen ernst genommen werden, und das wird sie sowieso nicht, weil sie nicht zu rechtfertigen ist. Natürlich hat Rohkost Vorteile, also Rohkost zu essen, nicht hundertprozentige Rohkost zu praktizieren. Aber wir sind ja immer bei, die Dosis macht das Gift. Man kann ohne zu wenig Wasser verdursten, und mit zu viel Wasser kriegt man eine Wasserintoxikation und kann daran aufsterben. So ist es mit Rohkost auch. Nur Rohkost zu essen, das geht sogar. Man kann Rohkost richtig machen, aber das ist so viel Arbeit und überhaupt gar nicht erforderlich, weil Mineralstoffe nicht durch Kochen zerstört werden. Weil nur ein paar Vitamine bei 100 Grad zerstört werden. Eigentlich nur Vitamin C und Vitamin B1 wird bei 100 Grad zerstört. Wer sein Essen einfach nur in Wasser kocht, das dann nur 100 Grad hat oder 120 Grad, da geht so gut wie gar nichts in Vitaminen verloren. Und selbst wenn, gehen die nicht mit einem Schlag, sobald die Temperatur ist, kaputt, sondern so nach und nach und nach. Da gibt es auch Tabellen darüber, da haben sich Leute auch richtig herbe Gedanken drüber gemacht. Man kann sich ein Chronometer zum Beispiel schnappen, man kann sein Essen da eingeben und man kann darauf achten, dass man 500 Gramm bis 1 Kilo Grünzeug jeden Tag isst und so dann auch genug von den Sachen aufnimmt. Man kann auch viel Gemüse essen und wenig Obst und genug Eiweiß zu sich zu nehmen. Aber das ist so viel einfacher durch Hülsenfrüchte und durch Getreide. Und es gibt absolut kein einziges wissenschaftliches Argument, dass das dem Körper schadet, dass man davon krank wird. Da gibt es nichts, gar nichts wissenschaftlich Haltbares dazu. Dann muss man aber auch immer noch davon ausgehen, dass der Körper bei Rohkost sich schwerer tut, die Substanzen, die Vitamine und Mineralstoffe zu extrahieren. Und man womöglich doch weniger aufnimmt, und dann kann man hingehen und sich da vielleicht einen grünen Saft machen, aber auch da muss ich dann, um das Rohkostargument zu verwenden, sagen, ihr seid auch nicht mit einem Entsafter auf diese Welt gekommen. Die Natur hat euch keinen Entsafter geschaffen, sondern ganzes Essen. Also man kann es mit Rohkost schaffen, gesund zu sein. Aber das muss echt überhaupt gar nicht sein. Man kann einfach fettarm, vollwertig, pflanzlich essen und so seine Kalorien bekommen und sich da optimal ernähren. Und ich will da gar nicht sagen, ich bin der lebendige Beweis. Nein, da gibt es Studien drüber. Und die habe ich alle in meinem Blog veröffentlicht. Und ihr könnt auch das ganze Blog nachlesen. Wen das interessiert, mein ganzer Werdegang in den letzten 6,5 Jahren ist online und benannt www.foodismedicine.de. Ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich doch. Unten in der Infobox steht der Link, wie man mir auf Facebook folgen kann und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Wer Fragen hat, was ergänzen möchte, gerne jederzeit unten. Ich sag ciao, bis bald. Eure Silke.